Der Saal im Schützenheim in Ellund ist bis auf den letzten Platz besetzt. Manch einer muss stehen, während der Bürgermeister Thomas Rasmussen, das Entwicklungsbüro Pro Regione und der Projektträger für Ellund West, Solar Andresen, den aktuellen Stand vorstellen. Der Titel der Veranstaltung lautet »Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit«. Damit ist Hannewitt bei der Entwicklung von Solarparks bereits weiter als viele andere Gemeinden in Schleswig-Holstein. Quasi in Deutschlandgeschwindigkeit unterwegs. Denn es ist kompliziert. Der Weg zu einem fertigen Solarpark führt über Aufstellungsbeschlüsse, Bauleitplanung, Änderung des Flächennutzungsplanes, Satzungsbeschlüsse und Bebauungspläne. Der Bauantrag am Ende ist dann meist nur noch eine Formalie. Bereits 2009 wird im Auftrag der Gemeinde ein erstes Standortkonzept erstellt, verschwindet aber wieder in der Schublade. Mit der bundesweit beschlossenen Energiewende erreichten immer mehr Anfragen die Gemeinde Hannewitt. Als Reaktion wurde das Standortkonzept im Jahr 2021 aktualisiert. Darin stehen die harten und weichen Faktoren für die Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Gemeindegrund. Über allem steht die Zahl 350. So viel Hektar sollen für PV-Anlagen zur Verfügung stehen. Die Gemeinde hat sich im Rahmen ihres städtebaulichen Gestaltungsspielraums sehr mit gemeindespezifischen Kriterien auseinandergesetzt und hat im gesamten Gemeindegebiet sogenannte Tabubereiche ausgewiesen. Diese wurden anhand von zum Beispiel natürlichen Gegebenheiten oder Naherholungsräumen abgegrenzt. Man hat zum Beispiel den Niederungsbereich des Mühlenstroms, des Mainauer Mühlenstroms ausgeschlossen, hat auch in Hinblick auf Entwicklungsbereiche der Gemeinde, wo sich die Gemeinde vielleicht auch noch wohnbaulich oder gewerblich entwickeln wird, in den nächsten vielen Jahrzehnten bereits dort auch Tabubereiche ausgewiesen. Und diese Tabubereiche gehen eben über die Kriterien hinaus, die eben von Landesseite oder auch von Bundesseite schon gegeben sind. Wir haben besonders gewichtet den Bereich der landwirtschaftlichen Doppelnutzung. Wir wissen, dass wir Flächen der Landwirtschaft entziehen und wollen sie eben auch halt weiter landwirtschaftlich nutzen lassen können. Das war ein wichtiger Bereich. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Möglichkeit, die Böden biodivers zu halten. Das heißt also, eine Pflanzenwelt und eine Tierwelt zu ermöglichen. Wir haben die Abstände zwischen den Modulreihen auf 3,50 Meter festgelegt. Wir haben die Abstände zu Siedlungen oder Siedlungssplittern auf 100 Meter erhöht. Und uns war ganz besonders auch wichtig, dass Menschen, die betroffen sind, also besonders Anlieger, aber bestenfalls eigentlich alle Bewohner der Gemeinde, sich auch finanziell an dem Projekt beteiligen können. Aus ursprünglich 7 in Frage kommenden Flächen wurden im Herbst 2022 3 ausgewählt. Für die Verpächter wird es durchaus lukrativ. Die Preise liegen bei einer niedrigen bis mittleren 4-stelligen Summe pro Hektar im Jahr. Hinzu kommt die Beteiligung am Projekt. Bei 2 der 3 nun in Planung befindlichen Solarparks sind Gemeinderatsmitglieder, beide CDU, als Verpächter von Flächen mit im Boot. An den Beratungen und Abstimmungen, in den Ausschüssen und im Gemeinderat durften sie deshalb nicht teilnehmen. Also es sind gewisse qualitative Kriterien zu erfüllen gewesen. Da fielen einige Verfahren heraus, zum einen. Und zum anderen dann auch innerhalb dieser, die Qualitätskriterien erfüllt haben, haben wir auch nach Eingangsdatum dann entschieden. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt ja nach diesen 3 Verfahren sozusagen keine weiteren Flächen entwickeln, sondern es sind nur die ersten 3 Flächen, weil wir tatsächlich mehr als 3 Flächen parallel tatsächlich von den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, nicht überplanen können. Am Ende stehen der Solarpark Weding mit 20 Hektar, Haurup West mit 59 Hektar und Ellund West mit ca. 90 Hektar im Bauleitplanverfahren. Die Fragen aus dem Publikum bei der Veranstaltung in Ellund drehen sich vor allem um die Umweltverträglichkeit der Anlagen und die Auswirkungen auf die Gemeinde. Zur Natur ist der aktuelle Stand. Wildkorridore sollen geplant werden und die Umzäunung ist unten so hoch, dass Niederwild durchkommt.
Weitere Versprechungen sind die Begrünung des Areals und die Bepflanzung der Fläche düngerfrei mit heimischen Pflanzen. So soll hier am Ende mehr Biodiversität entstehen. Fest steht zudem, dass 20% der Fläche durch Agri-PV belegt werden, also parallel zu der Solarenergiegewinnung landwirtschaftlich genutzt werden. Der Stand zur finanziellen Bürgerbeteiligung ist wenig konkreter. 7% können durch Bürgerbeteiligung investiert werden. 1% davon ist allerdings für die Verpächter, die Gemeinde und Solar Andresen vorbehalten. 93% hält dann der bislang unbekannte Investor. Wer jetzt denkt, 7% wären sehr wenig? Christian Gershoff von Solar Andresen nennt ein Investitionsvolumen von ca. 700.000 Euro pro Hektar. Für L und West wären es derzeit insgesamt also 56 Millionen Euro. Gerne diskutieren wir auch über die Probleme, die so eine Anlage macht. Sie ist ja nun mal da, sie ist nicht landschaftstypisch, es ist ein Eingriff in die Landschaft. Darüber reden wir auch gerne und haben in der Regel immer Lösungen gefunden dafür, wenn es da Konflikte gab. Schade ist es eben halt, wenn wir da nicht die Chance zu haben und vorher schon quasi die Tür zufällt und dann sagen, nee, wir wollen das hier nicht, wir machen gleich die Schotten dicht. Das ist dann natürlich immer schade und schwierig und auch für eine Gemeinde, die dann relativ schnell nicht mehr die Chance hat, sich an diesem Ausbau zu beteiligen. Und Ausbau bedeutet ja nicht nur, sich daran zu beteiligen, dass die Erneuerbaren vorangebracht werden, sondern auch an der Wertschöpfung, die daraus entsteht. Für die direkten Anwohner ist eine andere Zahl von großer Bedeutung. Wie nah stehen die Solarmodule an ihren Häusern? Solar Andresen nennt 100 Meter als geplanten Abstand. Das ist bereits im Standortkonzept festgelegt. Andere Gemeinden setzen jedoch auch 200 Meter Abstand und mehr voraus. Und dann braucht es für den fertig gebauten Solarpark ja auch noch einen Netzanschluss. Auch da gilt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Wir sind optimistisch, auch deshalb, weil wir gut mit dem Netzbetreiber zusammenarbeiten, weil wir auch die anderen Interessenten, die hier Anlagen planen, gut kennen. Und wir wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen in dem Punkt. Für die weitere Zukunft wird es deutlich problematischer werden. Da muss man sich wirklich heute große Gedanken machen, wie können wir diesen Ausbau gestalten, wie können wir das sinnvoll machen, wenn wir jetzt schon wissen, dass die Netze den nicht aufnehmen können. Ne? Und dann ist unser Thema die Veredelung von Strom. Und Veredelung von Strom bedeutet, dass wir hier vor Ort weitere Wertschöpfungen entstehen lassen, wie zum Beispiel Wasserstoff, alternative Energienutzung hier vor Ort, Ansiedlung von energieintensiven Industrien. Über all diese Themen muss man nachdenken. Warum sollen wir alles dafür tun, damit der günstige Strom hier vor Ort, der hier vor Ort diese optischen Emissionen schafft? Also wir gucken auf die Anlagen, wir gucken auch auf die Windanlagen, nur damit wir den Strom möglichst günstig nach Bayern schaffen und die dort die Autos bauen. Und das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn, darüber nachzudenken, wie können wir mehr von der Wertschöpfung, die aus dem Strom entsteht, auch hier vor Ort generieren. Der Zeithorizont für die Fertigstellung beträgt mindestens 2 Jahre. Vorausgesetzt, es geht alles glatt. Ähnliche Großprojekte wurden in anderen Gemeinden, wie etwa Pronsdorf, auch schon mal durch Bürgerentscheide gekippt. Am Ende sollen dann pro Hektar bis zu 1 Megawatt Leistung für grünen Strom aus Handewitt entstehen.